seit dem Beginn der Hörakustik. Setzt unsere Industrie auf die Ohren. Entwickelt Technologien, die Klänge so verstärken und verdichten, dass sie für das geschädigte Ohr hörbar werden. Wir nennen das Ear-Hearing. Und in der Theorie macht das auch viel Sinn. Doch tatsächlich ist es echt anstrengend. Müdigkeit, Rückzug aus dem sozialen Leben, nur weil das Gehirn überanstrengt ist. Denn Ear-Hearing macht es dem Gehirn schwer, den vielen Klängen, die es von den Ohren empfängt, Sinn zu geben. Wir denken, Hören ist Kopfsache. Deshalb denken wir zuerst ans Gehirn. Das Gehirn nutzt ständig beide Ohren, um sich orientieren zu können. Um zu wissen, was in der Umgebung passiert. Es trennt die wichtigen Töne von störenden Geräuschen und kann sich beliebig fokussieren. Seine Fähigkeit, Klänge und Sprache zu erkennen, ermöglicht erst das Verstehen. Hey, schön dich zu sehen. Schön dich zu sehen. Bis dann. Orientieren, trennen, fokussieren, erkennen. Diese Prozesse durchläuft das Gehirn, um den Klängen Sinn zu geben. Da das Gehirn diese Funktionen zeitgleich ausführt, müssen auch ständig alle unterstützt werden. Das ist nicht einfach, aber möglich. Damit das Gehirn sich orientiert, Töne trennt, fokussiert und erkennt, kombiniert die Brain-Hearing-Technologie 4 audiologische Funktionen. Raumklang, Speech Guard, Direktionalität und U-Matic. Alles kombiniert, damit beide Ohren zusammenarbeiten, alle wichtigen Klangdetails erhalten, für ein ganz individuelles, persönliches, einzigartiges Hörerlebnis. Das Ergebnis? Tja, mit Ear-Hearing sind Hörgeräteträger im Durchschnitt zu 79% zufrieden. Doch die Zufriedenheit mit unserer Brain-Hearing-Technologie steigt auf 96%. Ein echter Unterschied. Nur weil wir zuerst auf das Gehirn achten. Das ist Brain Hearing. Ein Neubeginn für die Hörakustik und eine Zukunft voller Möglichkeiten. Setzen Sie auf geistige Fitness. Testen Sie nahezu unsichtbare Hörgeräte mit Brain Hearing Technologie von Oticon.